Wir schauen uns an, wie wir jetzt die Winkel messen. Wir nehmen uns den Winkel Alpha vor. Wir legen das Geodreieck mit der Zeichenkante auf einen der beiden Schenkel, und zwar außerhalb des Winkels. Dabei muss der Nullpunkt genau im Scheitel liegen. Dann hatten wir uns überlegt, dass jeder Winkel durch eine Drehung beschrieben werden kann. Und da kommt wieder unser Bärchen mit zum Einsatz. Das hilft uns jetzt zu verstehen, wie wir diesen Winkel messen. Wir drehen das Geodreieck jetzt so lang, bis wir bei dem zweiten Schenkel rauskommen. Und dabei betrachten wir auch gleich, auf welcher Skala wir unterwegs sind. Gut, unser Bärchen hat sich ein Stück gedreht. Wenn wir die äußere Skala anschauen, 170, 160, nee, das kann es nicht sein. Wir sind auf der inneren Skala. Ja, es hat sich bis jetzt 20 Grad gedreht. Okay, das passt. Wir drehen das Ganze weiter, bis die Zeichenkante auf dem zweiten Schenkel zum Liegen kommt. Und jetzt können wir die Größe des Winkels auf dem ersten Schenkel ablesen. Nämlich auf dem wir angefangen haben. Wir werden festgestellt, wir nehmen die innere Skala und sind hier bei 60 Grad. Heißt also, unser Bärchen hat sich um 60 Grad gedreht und deswegen ist der Winkel Alpha gleich 60 Grad. Gleiches Spiel für den Winkel Epsilon. Wir legen das Geodreieck wieder mit der Zeichenkante von außen an einen Schenkel des Winkels. Unser Bärchen soll sich wieder drehen, deswegen müssen wir es auch so setzen, dass es unseren Schenkel entlang schaut. Ja? Jetzt schaut es sozusagen hier runter. Wir drehen das Geodreieck wieder so lang über den Winkel, bis wir die zweiten Schenkel erreichen und schauen uns wieder an, auf welcher Skala wir unterwegs sind. Wir sehen auf der äußeren Skala, ja, 10 Grad, 20 Grad, okay, könnte passen. Schauen wir drinnen nochmal, 170, 160, nee, muss die äußere Skala sein. Sehen, unser Bärchen dreht sich immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis wir schließlich auf dem zweiten Schenkel rausgekommen sind. Und können jetzt wieder die Größe des Winkels auf dem ersten Schenkel ablesen. Wissen, wir müssen jetzt die äußere Skala verwenden und sehen, das sind 135 Grad. Also schreiben wir auf Epsilon gleich 135 Grad.